Ja, ich freue mich, Sie hier am Kollegium begrüßen zu dürfen. Die Freude ist, kann ich hier Ihnen direkt im Saal kommunizieren. Ich gebe sie auch aber rüber in den Rudolf-Wolf-Saal, der ist nämlich mittlerweile auch voll. Also es findet eine Direktübertragung hier über den Flur sozusagen statt. Ich freue mich, Sie zu dieser von unserer aktuellen Fellow-Periode ist ja mal durchgezählt, ist schon die 5. Veranstaltung, aber vor genau 3 Wochen haben wir unsere neue Fellow-Periode am Kollegium Helvetico mit einem Vortrag von Jürgen Mittelstraß eingeläutet. Und während er sich unter dem Titel Ordnung des Wissens mit Fragen der Transdisziplinarität, also mithin unserem Arbeits- und Denkmodus beschäftigte, eröffnet Thomas Metzinger heute mit seinem Vortrag die Auseinandersetzung mit unserem aktuellen 4-Jahres-Thema, nämlich den Digital Societies. Uns freut es und es scheint uns sehr, sehr passend, dass mit einer profunden Auseinandersetzung mit ethischen Problemen von Virtual Reality Technology und mit einer in deep Auseinandersetzung mit Fragen der Artificial Intelligence Forschung, dass wir dieses Thema da einen ganz wichtigen, reflexiven Ort gewissermaßen eröffnen und eben auch, dass wir dieses Thema schon von Anfang an immer auch mit dem Blick auf die Konsequenzen, die eben das Phänomen einer digitalen Gesellschaft oder von digitalen Gesellschaften haben kann, angehen. Ich selber werde nicht in den Abend einführen, sondern nur die Begrüßung übernehmen und dann an Harald Attmannsbacher, unseren Koordinator, insbesondere für den Natur- und Ingenieurwissenschaftlichen Bereich mit großer Affinität zum heutigen Thema übergeben. Vorher möchte ich Sie aber ganz gerne darauf aufmerksam machen, dass es schon morgen mit dem Thema künstliche Intelligenz hier in diesem Haus weitergeht, nämlich mit einer Veranstaltung zur Frage von künstlicher Intelligenz für Arbeit, Gesundheit und Alltag. Zukunft mit unbegrenzten Fragezeichen Möglichkeiten. Da wird morgen von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr ein gemeinsam vom Kollegium und vom Departement Chemie und angewandte Biowissenschaften der ETH organisiertes Diskussionsforum stattfinden, das sich unter anderem mit Fragen autonomer mobiler Roboter, von Ethik im Zeitalter von Big Data, des Moleküldesigns und von automatisierter Textproduktion auseinandersetzt. Mit dabei ist mit Nicola Billa-Andorno auch eine unserer Fellows. Nun aber zu Ihnen, lieber Herr Metzinger, beziehungsweise zu dir, lieber Harald. Dankeschön, Thomas. Ja, ich bin heute das Sandwich zwischen Thomas und Thomas, Thomas Hingartner und Thomas Metzinger. Und ich muss Ihnen sagen, es ist mir heute eine ganz besondere Freude, Herrn Professor Metzinger Ihnen vorstellen zu dürfen. Und auch wenn er Philosoph ist, so ist es doch aus der Sicht der Natur- und Ingenieurwissenschaften eine sehr reizvolle Herausforderung, auch sich mit Themen der Philosophie zu beschäftigen und umgekehrt. Das werden Sie heute im Vortrag noch sehen. Thomas Metzinger hat Philosophie natürlich studiert, aber er hat auch Theologie studiert und zusätzlich noch Ethnologie in Frankfurt an der Johann Wolfgang Goethe Universität und hat dann seine Masterarbeit zum Thema Rationalismus und Mystik geschrieben. Und in der einen oder anderen Weise werden Sie vielleicht auch in seinem Vortrag heute das eine oder andere Thema, das Bereiche der Mystik streift, wiedererkennen. Dann ist er in seiner Doktorarbeit über neuere Aspekte zum Leib-Seele-Problem eingegangen und schließlich hat er sein Leib- und Magen-Thema gefunden in der Habilitation. Da ging es dann um phänomenale mentale Zustände. Der Titel heißt Subjekt und Selbstmodell. Später dann in einer ausführlichen Analyse aus der Sicht der analytischen Philosophie ausgearbeitet und erweitert unter dem Titel Being No One, Niemand sein. Und ich möchte die Gelegenheit nicht einfach vorbeigehen lassen, wenn ich diesen Titel erwähne, auch zu erwähnen, dass dieses Buch so berühmt geworden ist, dass es sogar in der amerikanischen Rapper-Szene Eingang gefunden hat. Und
einer dieser Rapper, der dazu, ich kann das natürlich jetzt nicht so perfekt wiedergeben, wie Sie sich das vielleicht wünschen mögen. Aber ich lese Ihnen mal hier zwei Verse vor. Also das Buch hat den Titel Being No One. Und so heißt auch dieser Rap. Being No One by Scottie Jordan. It's hard work being no one. Trying so hard to erase the indelible trace the sun leaves on my face. It's hard work being no one. Trying so hard to forget the he's and the she's, the they's and the we's, and the glorious you's and me's. Und so geht's weiter. Also ich kann das, ja, wir haben auch nicht die Zeit dafür. Es ist sehr lesens- und hörenswert, denn soweit ich vom Autor mitbekommen habe, dieser Rap wird zurzeit sogar vertont mit einer Band. Du kennst Scotts Band vielleicht. Und er wird uns dann entsprechende Proben davon zur Verfügung stellen. Nun, Being No One hatte natürlich dann, warf seine Schatten voraus. Und ein Buch, das Sie vermutlich, wenn Sie schon hier sind, alle gelesen haben, das hieß dann später auf Deutsch Der Ego-Tunnel. Ist natürlich nicht nur eine Übersetzung, sondern es ist ein neues Buch, zusätzlich mit Aspekten, die auch im heutigen Vortrag zur Sprache kommen werden. Dann ganz jung eine Kollektion von Artikeln, das sogenannte Open Mind Projekt, das dann auch schließlich als Buch erschienen ist, bei MIT Press 2015, eine Sammlung von Artikeln zu wichtigen Themen aus der analytischen Philosophie des Geistes. Und natürlich zählt dazu auch der Begriff des Selbstes, dazu zählen andere Themen, mit denen sich Thomas gerne beschäftigt hat, wie zum Beispiel außergewöhnliche Erfahrungen oder Themen aus der Traumforschung zusammen mit Jennifer Wind, mit der er auch das Buch zusammen rausgegeben hat. Und natürlich last not least auch Themen der Neuroethik. Und dann bin ich schon beim Titel des heutigen Vortrages. Ich möchte das jetzt nicht zu lange ausdehnen. Die Zeit geht ja alles, die ganze Zeit geht dir verloren, die ich spreche. Ja. Künstliche Intelligenz und virtuelle Realität beziehungsweise Arbeiten mit virtueller Realität ist ja nicht nur eine technische Herausforderung, sondern zieht auch Fragen nach sich, die den Umgang unserer Gesellschaft mit diesen technischen Errungenschaften betreffen. Das ist das Thema unter anderem Neuroethik, aber natürlich auch Ethik der digitalen Gesellschaft. Und ich habe es eingangs schon gesagt, bin sehr froh, Thomas, dass du unserer Einladung folgen konntest und möchte dich hier nochmal ganz herzlich begrüßen. Bitte. Also ich bedanke mich für diese überaus freundliche Einladung. Ich hoffe, dass die Tanzeinladungen in Zukunft ein bisschen dynamischer werden, auch bei solchen Gelegenheiten. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei Ihnen bin, diese Einladung angenommen habe. Ich möchte über virtuelle Realität und künstliche Intelligenz sprechen in den nächsten etwa 55 Minuten. Und ich möchte das tun, indem ich Ihnen zuerst eine Fallstudie vorstelle, nämlich virtuelle Wiederverkörperung, Virtual Embodiment and Robotic Re-Embodiment, und an der Ihnen zeige, dass sie eine Vorgeschichte hat in der Philosophie und der Hirnforschung, der Zusammenarbeit, die sehr viel in der Schweiz auch abgelaufen ist. Ich möchte kurz fragen, warum diese Technologien, die da im Moment entstehen, philosophisch relevant sind, Ihnen zwei neuere Beispiele vorführen und dann ganz kurz demonstrieren, was die ethischen Probleme sind, die sich ergeben aus dieser neuen Technologie. Da möchte ich in einem wesentlich kürzeren Teil Ihnen zeigen, welche Probleme sich aus der künstlichen Intelligenz, jetzt immer stärker diskutiert, für die angewandte Ethik ergeben. Und ich möchte ganz am Schluss in den letzten 5 Minuten Ihnen noch ein spezifisches Zukunftsszenario vorstellen, das meines Wissens so in der wissenschaftlichen und philosophischen Literatur noch nie vorgestellt worden ist. Ich habe die letzten 5 Jahre in einem von der EU geförderten Projekt mitgearbeitet
offiziell nur als Ethiker mit einem jungen amerikanischen Philosoph, den ich angestellt habe. Und diese Leute aus 9, später 10 europäischen Ländern hatten im Wesentlichen 2 Forschungsziele. Und es ist wichtig, dass Sie diese 2 Ziele in ihrem Unterschied verstehen. Das erste ist das klassische Ziel, das die Virtual Reality Technologie hat, Presence. Möglichst stark und realistisch das Gefühl der Anwesenheit in einer Situation zu erzeugen, in einer virtuellen Situation, ein Eintauchen in eine andere Welt. Das zweite Ziel war aber die volle Identifikation mit Avataren, mit Körpermodellen, mit virtuellen Selbsten und diesen Effekt zu verbessern. Das heißt, es gibt sozusagen 2 Arten von Immersion und 2 Arten von Eintauchen. Man kann in einer Situation eintauchen, man kann aber auch in einem angebotenen zweiten Selbst, in einem Körperbild zum Beispiel, eintauchen und sich mit ihm identifizieren. Uns ging es in diesem Forschungsprojekt um das zweite phänomenologische Ziel. Jetzt aber mal ein bisschen Geschichte, wie das alles anfing. Hier sehen Sie die berühmte in Zürich ansässige Schweizer Neuropsychologin Binja Lengenhager. Wer von Ihnen weiß, was die Gummihandillusion ist? Das ist eine klassische Illusion, die 1998 zum ersten Mal entdeckt worden ist. Sie können das zu Hause heute Abend noch nachmachen mit Spülhandschuhen, die Sie mit Watte ausstopfen und mit Q-Tips, wenn Sie keine Pinsel haben. Man sieht, dass es da eine nicht mehr sichtbare eigene Hand gibt und eine sichtbare Gummihand. Und wenn man die synchron streichelt, dann tritt innerhalb von 20 bis 90 Sekunden die sogenannte Gummihandillusion auf. Und die besteht, wenn es gut geht, aus 2 Komponenten. Die erste ist, dass Sie diese phänomenale Qualität der Meinigkeit für die Gummihand entwickeln, dass Sie die als Teil Ihres eigenen körperlichen Selbst erleben. Und die zweite ist, dass Sie auch die gesehene Berührung in der Gummihand spüren. Ja? Das hat einfach mit Statistik zu tun. Das Gehirn verschmilzt 2 rezeptive Felder und das subjektive Erleben folgt einfach dem sozusagen der realistischsten Hypothese. Wenn Sie das heute Abend nachmachen, sollten Sie hinter dem Rücken einen Hammer haben oder sowas. Was dieses Experiment zeigt, ist, dass das Gehirn das sozusagen auch glaubt. Das ist nicht Einbildung oder ein oberflächlicher Effekt, sondern das unbewusste Selbstmodell reagiert sofort, um dieses neu integrierte Körperteil zu schützen. Jetzt werden Sie sich fragen, dieser merkwürdige Philosoph, warum beschäftigt er sich mit solchen Sachen? Ich nenne Ihnen nur mal ein paar Beispiele. Ich selbst bin zum Beispiel jemand, der seit über einem Vierteljahrhundert an einer Theorie des Bewusstseins und insbesondere des Selbstbewusstseins arbeitet. Da sind solche Dinge natürlich besonders interessant, weil es ja um das körperliche Selbstbewusstsein geht. Ich selbst habe zum Beispiel die Frage gestellt, was eigentlich die einfachste Form eines Ich-Gefühls unterhalb von Denken, Emotionen ist. Das hat natürlich mit Körperidentifikation dann zu tun. Die Frage wäre, wie entsteht denn die subjektive Identifikation mit einem Körper, die, wie wir wissen, auch aufgehoben sein kann nach Hirnverletzungen oder in besonderen Bewusstseinszuständen. Wenn man das genauer untersucht, und da werde ich Ihnen später noch ein Beispiel zeigen, gibt es aber auch historisch neue Formen des Handelns, die aus der Forschung durch neue Technologien möglich werden, nämlich mit dem Selbstmodell im eigenen Gehirn am nicht-neuronalen Körper vorbei direkt zu handeln, zum Beispiel in medialen Umwelten über Gehirn-Computer-Schnittstellen. Ich selbst habe mich auch sehr für außerkörperliche Erfahrungen interessiert in meiner Forschung. Das heißt, für die Zustände, bei denen Leute das Gefühl haben, sie befinden sich außerhalb ihres Körpers. Wer hat es schon mal gehabt hier im Raum, dass er das Gefühl hat, vielleicht in der Aufwachphase nach einer Narkose oder nach einem schweren Unfall?
8-15% der Bevölkerung haben das mindestens einmal in ihrem Leben. Und Sie können sich denken, wenn man das Selbstbewusstsein ernst nimmt, ist es natürlich eine ganz interessante Konfiguration, phänomenologisch betrachtet. Die Frage ist natürlich auch, welche ethischen Probleme und welche kulturellen Konsequenzen ergeben sich aus dieser neuen Forschung. Ich habe da ein philosophisches Modell im Hintergrund. Es gibt dieses unlesbare Buch bei MIT Press, vor dem ich Sie nur warnen kann, und ein populärwissenschaftliches Buch, Der Ego-Tunnel. Ich will darüber heute Abend gar nicht sprechen, aber ich will Ihnen die Vorgeschichte schildern. Hier in der Schweiz, in Genf, hat ein deutscher Neurologe, Olaf Blanke, 2002 zum ersten Mal eine außerkörperliche Erfahrung ausgelöst durch direkte Stimulation mit Elektroden im Gehirn. Das heißt, das war das erste Mal der Fall, dass Leute bei vollem Bewusstsein während seiner Stimulation gesagt haben, mein Gott, ich bin oberhalb, ich sehe alles von oben, ich bin aus meinem Körper draußen. Dann haben diese Leute natürlich nach einer Theorie gesucht. Ich hatte bereits über außerkörperliche Erfahrungen geschrieben, habe mir zielgerichtet meinen Ruf ruiniert. Das war natürlich ein Tabuthema, wie Sie sich denken können. Ich fand es philosophisch relevant. Jetzt gibt es eine ganze Forschungsindustrie, die außerkörperliche Erfahrungen untersucht. Es gibt zwei Typen von Bewusstseinszuständen, die bis jetzt durch direkte Stimulation mit Elektroden ausgelöst worden sind. Das eine ist hier die klassische Out-of-Body-Experience, wie eben schon geschildert, dass Leute das Gefühl haben, sie schweben über ihrem Körper. Dieses ist eine nicht visuelle, das ist eine nicht visuelle Illusion, das sogenannte Feeling of a Presence, bei dem man nur das Gefühl hat, eine leibliche, körperliche Präsenz ist dicht hinter einem. Vielleicht haben Sie es schon mal erlebt, dass Sie, wenn Sie alleine im Zimmer waren und Sie hatten auf einmal das Gefühl, es ist jemand hinter Ihnen. Manchmal kommen Leute zum Neurologen und sagen, da ist immer einer ganz dicht hinter mir. Und wenn der Neurologe dann sagt, ich glaube, das hat was mit dem verrutschten Körperbild in Ihrem Gehirn zu tun, hilft es den Patienten überhaupt nichts. Dann sind wir zusammengekommen. Sie sehen hier den Olaf Blanke, den ich schon erwähnt habe, damals in Lausanne, jetzt in Genf, den genialen indischen Techniker Ted Stadi und die eben schon erwähnte Zürcher Forscherin Binya Lengenhager. Und wir sind zusammengekommen und ich habe gesagt, ich will als Philosoph eine Ganzkörpervariante der Gummihandillusion. Und dann haben die zu mir gesagt, da sieht man wieder, dass ihr überhaupt nichts versteht. Mit Geisteswissenschaftlern kann man nicht zusammenarbeiten. Das Gehirn sieht sich nie von außen. Sowas kann man nicht machen. Und dann habe ich was ganz Kompliziertes über virtualisierte Meta-Repräsentationen gesagt. Dann haben die gesagt, wir verstehen kein Wort von dem, was du redest, Philosoph. Moment mal, wir haben ein Virtual Reality Labor. Und dann haben wir diesen Typ von Bewusstseinszustand, das war eine berühmte Studie von Binya Lengenhager, erzeugt, der diesem klassischen Bild von Magritte 1937 ähnelt, wo sie sich sozusagen das erste Mal von hinten sehen. Diese Ganzkörperillusion, die Full-Body-Illusion, funktioniert so, dass Sie sich mit einer Brille auf in einer virtuellen Realität befinden und Sie werden von hinten gefilmt dabei. Ein Gerät, das ein 3D-Encoder heißt, setzt das Kamerabild vor Ihnen in die virtuelle Realität ein und dann können Sie sich selbst das erste Mal von hinten sehen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass es so etwas wie ein globales Erleben von Meinigkeit für die Ganzheit des Körpers gibt und dass das sehr viel mit dem Ich-Gefühl zu tun hat, das uns zum Beispiel in der philosophischen Phänomenologie interessiert. Direct vision of the subject's own body. We stroke the back of the experimental subject. We had a camera, not in front, but in behind the subject, 2 meters behind, who was filming the stroking and in real time projected this information to a head-mounted display, which was in front of the subject's eyes. So all the subject was seeing is the stroking, but now at your back, while at the same time you see your own body being touched by 2 meters in front of you. And some of the subjects reported that they very strongly felt, that of stroking, sorry,
The subject eyes, we displaced them to another position in the room, and then we asked them with eyes closed to walk back to the position. And when they were doing this, they actually did not go back to their real position, to my position right now, but rather were closer actually to where they saw the body. Selben Effekt wie bei der Gummihand zum ersten Mal, wenn das Streicheln, das gesehene Streicheln mit dem gefühlten Streicheln auf dem eigenen Rücken synchron ist, dann gibt es einen Zug, eine beginnende Identifikation mit dem Avatar, eine Drift in Richtung auf den Avatar. Und hier bei dieser letzten Studie sehen Sie, dass wenn man die Leute danach desorientiert und sagt, jetzt gehen Sie mal dahin zurück, wo Sie gestanden haben, dass sie im Schnitt 24,2 cm, glaube ich, näher an den Avatar rangehen als an ihren physischen Körper. Das zeigt, dass der unbewusste räumliche Bezugsrahmen im Gehirn dauerhaft verschoben ist durch diese bewusste Illusion und das hält sich auch einige Zeit. Ich möchte Ihnen jetzt einfach einen Geschmack dafür geben, wie diese Forschung weitergeht. Wir haben nicht so viel Zeit, aber ich möchte Ihnen einfach zwei aktuelle Beispiele zeigen. Sie können sich denken, dass das ziemlich viel Bewegung ausgelöst hat. Dieses Paradigma kennen Sie jetzt. Sehr gut funktioniert auch dieser Aufbau des schwedischen Forschers Henrik Ersson. Da sieht man nicht, wie man an der Brust gestreichelt wird im Sitzen und springt sozusagen nach hinten. Man kann sowas auch im Liegen machen. Da ist es dann interessant, dass manche Versuchspersonen sozusagen nach unten aus dem physischen Körper rausfallen, während andere nach oben hochschweben. Und Sie können sich denken, dass meine Kollegen aus der Hirnforschung sowas sehr gerne auch im Scanner machen und sich sehr dafür interessieren, was die Leute, die nach unten fallen, im Gehirn eigentlich unterscheidet von denen, die nach oben schweben. Heute gibt es immer bessere technische Mittel, diese Experimente durchzuführen. Hier sehen Sie Ihren verrückten Philosophen mit so einer Art Taucheranzug mit Sensoren. Ich werde davon 18 Infrarotkameras gefilmt. Damit kann man dann mit dem physischen Körper auch einen oder mehrere virtuelle Körper kontrollieren und viele verschiedene Experimente machen. Daraus ist dann dieses Wäre-Projekt entstanden. Ich möchte Ihnen jetzt eine Erweiterung schildern. Jetzt kam wieder der Einwand von mir aus der Philosophie des Geistes. Die Leute haben gesagt, wir werden das menschliche Selbstmodell rauskopieren in Großrechner. Wir holen das aus dem Gehirn raus. Und ich habe immer gesagt, das ist nicht so einfach, ihr habt das nicht verstanden. Das menschliche Selbstmodell ist nämlich durch ein persistierendes kausales Bindeglied in der Hardware verankert. Es gibt einen permanenten Signalstrom aus dem oberen Hirnstamm, dem Hypothalamus zum Beispiel. Es gibt ja die Körpereigenwahrnehmung, die sehr starken Bauchgefühle, die ganze Interozeption. Das heißt, Embodiment ist nicht nur etwas, in dem der Geist sich einfach so räumlich in einem Körper und in Bewegungen wiederfindet und selbst organisiert. Embodiment hat auch sehr stark mit dem von innen gefühlten Körper zu tun, mit Organwahrnehmungen, Atmung, Herzschlag, dem Dehnungsgefühl in ihren Muskeln, Sehnen und so weiter. Aus diesem interozeptiven Embodiment entsteht ein emotionales Embodiment, ihre gefühlsmäßige Gestimmtheit. Das emotionale Selbstmodell entsteht natürlich auch aus Bauchgefühlen heraus. Und das ist etwas, was man nicht einfach so mit rüber kopieren kann, wie sich das manche Leute denken, weil unser menschliches bewusstes Selbstmodell eben gegroundet ist. Das haben die sich angehört und haben gesagt, na okay, der Philosoph meckert wieder. Und haben das folgende Experiment gemacht. Sie sehen wieder einen Avatar wie eben, aber dieser Avatar hat eine Silhouette, die aufleuchtet, rhythmisch. Ja, und wenn man jetzt diese Silhouette synchronisiert mit ihrem unbewusst gefühlten Herzschlag, dann gibt es auch wieder einen sehr starken Effekt von Identifikation. So was nennt man Cardiovisual Signaling, also kardiovisuelle Signale. Und das Gute an dieser Idee von Jane Aspel ist, dass man etwas, was eigentlich Körperinnenwahrnehmung ist, für die meisten von uns unbewusst, der Herzschlag, auf einmal visuell in der Umgebung, in der virtuellen Realität sichtbar macht und dadurch versucht, auch so eine Identifikation von Körperinnenmodellierung mit einem Avatar vorzubereiten. Zweites Beispiel,
überhaupt in keinem Sinne meine eigene Arbeit von diesen beiden Genies aus Israel, Doron Friedman und Ori Cohen. Das ist nur eine Proof of Concept Study, aber ich möchte Ihnen das einfach zeigen, damit Sie sehen, in welche Richtung die Entwicklung gehen könnte. Sie liegen in Tel Aviv in einem Scanner und Sie stellen sich vor, durch Bewegungsvorstellungen, dass Sie Ihren rechten Arm bewegen, Ihren linken Arm bewegen, dass Sie Fußbewegungen machen. Ein ganz kompliziertes System klassifiziert die Motorbefehle in Ihrem Gehirn und sendet die 4000 Kilometer übers Internet an einen Roboter in Montpellier in Frankreich. Aber Sie haben dabei gleichzeitig so eine VR-Brille auf und sehen durch die Augen des Roboters. Das heißt, schauen wir uns das mal an. Erst üben Sie das mit der virtuellen Realität, nur mit der Brille. A subject lies down in the fMRI scanner in the Weizmann Institute of Science in Israel. The subject imagines moving his left hand, right hand, or his feet. Our system processes the data received from the fMRI and decodes the thought patterns in near real time. The decoded mental activities are sent over the internet to France. The humanoid robot in France receives the high-level commands and performs them. The subject in Israel sees the world through the eyes of the robot in France. An assistant in France gestures to the subject, suggesting the areas to explore in the room. The robot is very expensive and very fragile, so an IT assistant holds the robot in case it might fall over. Nicht überschätzen. Es gibt da ganz viele technische Probleme noch. Das ist nicht Echtzeit. Allein der Scanner macht 2 Sekunden Verzögerung da rein. Okay. Was daran eigentlich philosophisch interessant ist, ist, dass der relevante kausale Anfangspunkt der gesamten Handlung nicht mehr der Körper aus Fleisch und Blut ist, sondern nur noch das bewusste Selbstmodell im Gehirn. Sie simulieren eine Handlung im Selbstmodell, das heißt im inneren Bild des Körpers, und eine Maschine oder ein Avatar führt sie aus. Das hat es auf diese Weise noch nicht gegeben in der Geschichte der Menschheit. Das ist eine neue Art von Werkzeug sozusagen, das über eine kausale Schleife integriert wird mit dem Selbstmodell im Gehirn. Wieder ist es nicht so, dass das Ich in den Roboter springt, wie manche Journalisten sagen möchten. Es ist eher so, dass es eine komplexe Integration gibt, ja, mit dem Körperbild im Gehirn. Aber es ermöglicht eben ganz neue Formen des Handelns. Jetzt möchte ich schon zur normativen Dimension kommen, also zu den ethischen Problemen, die sich aus solchen Technologien ergeben. Ich denke, diese Forschung zum Beispiel, die ich als Fallstudie benutzt habe, muss nicht nur aus der Philosophie des Geistes, sondern auch aus der Ethik heraus begleitet werden, denn diese neuen Handlungsmöglichkeiten bringen nicht nur Chancen und Risiken mit sich, die man so abwägen kann, sondern auch ganz neue ethische Probleme. Das Beispiel hatten wir eben, PSM-Handlung. Und es geht jetzt auch zum Beispiel um Technologiefolgenabschätzung. Was macht das mit dem Bild des Menschen, das in unserer Gesellschaft das Handeln bestimmt der meisten Leute? Welche gesellschaftlichen und kulturellen Konsequenzen wird es haben, wenn solche Technologien verwandt werden? Ich fange gleich mit dem offensichtlichsten Beispiel an. Dual Use heißt in der
angewandten Ethik die militärische Anwendung solcher Technologien. Wie Sie alle wissen, richten die USA mit deutscher Unterstützung in anderen souveränen Staaten, zum Beispiel im Jemen, in Somalia und in Pakistan, Leute hin in dem Drohnenkrieg. Sie tun das ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren oder rechtskräftige Urteile. Man nennt sowas extralegale Hinrichtungen, extrajudicial killings. Das ist etwas, was jetzt in der Gegenwart schon passiert. Man kann sehr gut dafür argumentieren, dass das völkerrechtswidrig ist, weil man tödliche Gewalt gegen Einzelpersonen nur 60 Kilometer außerhalb eines Schlachtfelds anwenden darf und nur als Ultima Ratio zur Abwendung unmittelbar bevorstehender Bedrohungen. Sieht also so aus, dass dieser Drohnenkrieg nationales Recht, Menschenrechte, humanitäre Gesetze und das Völkerrecht verletzt. Und diese Technologie ist natürlich hochrelevant, weil sie macht virtuelle Selbstmordattentate möglich. Leute können sich viel besser in eine Militärtechnologie einbetten, sich an den Gegner anschleichen und sich dann in die Luft jagen. Also ein Problem, das es bald geben wird, ist Re-Embodiment in militärischen Robotersystemen. Ich zeige Ihnen mal ein paar Zahlen. Also es war so, dass es nach dieser Kalkulation hier 3.149 Tote gegeben hat, von denen nur 48 ganz klar als Terroristen identifiziert waren. Sie sehen, was das anrichtet. Die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass der Hass in solchen Bevölkerungen zwei Generationen braucht. Wenn Sie den Zeitraum von 2004 bis 2013 betrachten, dann sehen Sie hier, dass 41 identifizierte Kämpfer ums Leben gekommen sind und 2446 Zivilisten. Das ist also eine Situation, die wir jetzt schon haben. Die EU hat eigentlich Maßnahmen dafür, aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir mit Steuergeldern der europäischen Bürger etwas erfunden haben, eine Technologie entwickelt haben. Die ist aber veröffentlicht und die EU hat keine Kontrolle mehr darüber, wer irgendetwas damit macht und ob der demokratisch legitimiert ist. Ich habe deshalb vor einiger Zeit mit meinem jungen amerikanischen Kollegen Mike Madari einen ersten Ethikkodex für die virtuelle Realität entwickelt, um eine Diskussion in Gang zu bringen. Wir waren selbst ein bisschen überrascht von der starken weltweiten Reaktion. Das ist ein Open Access Papier, das finden Sie alles. Und ich möchte Ihnen mal ein paar Punkte verdeutlichen. Also ein Risiko, das es natürlich gibt, sind dauerhafte Veränderungen in der Körperwahrnehmung. Das heißt, dieses Jahr 2016 ist ja das Jahr, in dem die VR-Technologie den Massenmarkt erreicht. Was aber niemand richtig weiß, ist, was passiert, ist, wenn junge Leute zum Beispiel sehr lange in der virtuellen Realität bleiben, dauerhaft über viele Stunden. Aus der Psychiatrie kennen wir solche Depersonalisationsstörungen, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Diese Patienten haben das Problem, dass sie ihren eigenen Körper nicht mehr als wirklich erleben können. Ja, das könnte ein psychologisches Risiko sein. Dann gibt es etwas, was in der Literatur als der Truman-Show-Effekt auch bezeichnet wird, dass man die Außenwelt, dass sie danach eine traumhafte Qualität hat und nicht mehr so ganz als real wahrgenommen wird, vielleicht auch nur erstmal für ein paar Minuten. Das finden Sie auch in der Psychiatrie, das heißt dann Derealisation. Viele psychiatrische Patienten haben das am Anfang einer floriden Episode, dass auf erstmal alles eine traumartige und unwirkliche Qualität annimmt. Dann ist die Frage, ob der Benutzung von VR-Technologie zu dauerhaften Veränderungen im Sozialverhalten führt. Ich werde es nie vergessen, in unserem Projekt war eine junge Frau aus Portugal, eine ausgezeichnete Programmiererin und Neuroingenieurin, und die hat gesagt, ich bin seit 20 Jahren Hardcore-Gamerin in meiner Freizeit. Wenn wir das hinkriegen, was wir hier probieren, wird es süchtig machen. Das wird ganz anders sein als die Spiele, die ich jetzt spiele. Ein ganz anderes Beispiel. Medizinische Anwendungen dieser Technologie sind vielversprechend und wichtig. Aber wir haben zum Beispiel gemerkt, dass Patienten trotz Aufklärung manchmal unrealistische Hoffnungen entwickeln. Ganz anderes Beispiel.
Das heißt, die Idee war natürlich früh, dass man zum Beispiel ALS-Patienten, ganzkörpergelähmten Patienten, die vielleicht über eine Hirnschnittstelle Buchstaben tippen können, jetzt einen zweiten Körper gibt, einen Avatar. Und sozusagen ein zweites Leben, wenn sie lernen, einen virtuellen Körper zu kontrollieren. Das Problem, das sich aber gezeigt hat, zum Beispiel in Rom bei Experimenten, ist, dass der Wissenschaftler dann hinkommt und sagt, sie dürfen sich jetzt keine Hoffnung machen, wenn sie da mitmachen als Versuchsperson. Das klappt nicht. Und die Patienten sagen dann natürlich, macht mir gar nichts, ich will mitmachen, alles in Ordnung. Und dann ist es eben doch so, dass zum Beispiel ein Patient, der nicht lernen konnte, so einen Avatar mit Gedankenkraft zu kontrollieren, dann hinterher sehr depressiv war und gesagt hat, er hat eigentlich jetzt erst das Gefühl, wirklich gelähmt zu sein. Das heißt, das ist so ein Problem bei der medizintechnologischen Einführung solcher Technologien. Man kann dreimal sagen, machen Sie sich keine Hoffnungen. Die Patienten machen sich natürlich doch Hoffnungen und sind dann möglicherweise sehr enttäuscht. Es gibt etwas, das nennt man Low-Level Intention Reading. Aus der Gesichtsmodellierung von Avataren kann man sehr genau jetzt sowohl einen emotionalen Ausdruck erzeugen, künstlich in dem Gesicht eines Avatars, aber man kann den, wenn Sie in Amazon rumblättern, jetzt auch durch die Kamera sehr genau aus Ihrem Gesicht dekodieren. Das heißt, wenn man sieht, dem wird langweilig, der klickt gleich woanders hin, wird man in der Zukunft möglicherweise Gegenmaßnahmen ergreifen können. Das heißt, niedrigstufige Handlungsabsichten und emotionale Zustände werden durch diese Forschung direkt dekodierbar. Und das hat natürlich auch mit Datenschutz und solchen Sachen zu tun. Wir fragen uns, wenn viele Leute dauerhaft in der virtuellen Realität sind, ob das ihr Agentivitätserleben verändert, was es mit der Mensch-Maschine-Beziehung macht, wenn sehr junge Kinder in solchen medialen Umwelten aufwachsen. Wir haben ja im Gehirn solche Systeme, die sehr gut sind, die nennt man Biological Motion Detectors. Das heißt, sie sind alle sehr gut daran, wenn sie nachts im Nebel durch den Wald gehen und da bewegt sich ein Busch im Wind, zu erkennen, ob da ein Tier drin ist oder ob das nur eine tote Bewegung ist. Das war wichtig in der Welt unserer Vorfahren, das können wir sehr gut. Es könnte aber sein, dass für neue Generationen von Menschen, denke ich mir, die mit virtuellen Agenten viel zu tun haben, diese ganze Unterscheidung zwischen lebend und tot, zwischen bewusst und unbewusst zu verschwinden beginnt. Eine Frage ist, ob sich die moralische Persönlichkeit verändern kann. Ich nenne Ihnen da das konkreteste Beispiel. Eine der Industrien, die am begeistertesten davon ist, ist die Pornoindustrie. Die erhoffen sich einen großen zweiten Frühling von dieser Technologie. Und ich sehe ein großes Risiko darin, dass strafbare Handlungen möglicherweise jetzt konsumierbar werden, indem sie angeboten werden in einem voll immersiven, realistischen Umfeld. Es haben sich schon im Mittelalter Philosophen darüber Gedanken gemacht, ob es eigentlich moralisch verwerflich ist, im Geiste zu sündigen oder nur, wenn man es wirklich macht in der wirklichen Welt. Dieses Problem stellt sich jetzt dann neu in der virtuellen Realität. Es gibt aber viele positive psychologische Effekte. Bei der Rehabilitation von Straftätern kann das zum Beispiel helfen, bei der Psychotherapie. Man sieht aber auch, dass Leute, die zum Beispiel in besonders schönen oder starken Körpern inkarniert werden, offener werden einerseits in der Kommunikation, andererseits, wenn sie um Geld verhandeln müssen, aggressiver. Ja, also der Körper, in dem sie inkarniert wird, spielen eine Rolle. Impliziten Rassismus kann man abschwächen, indem man sie in einem schwarzen Körper inkarniert. Kann man messen, wirkt sofort. Ein anderes Beispiel, was sich gezeigt hat, ist, wenn man sie in einem etwas älteren Körper als ihr eigenen inkarniert in einer virtuellen Realität, denken sie nachher mehr über ihre Zukunft und über ihre Rente nach. Führt zu Sparverhalten. Wenn man ihnen so richtig klassische Superhelden gibt als zweites Selbst in der virtuellen Realität, zeigen sie verstärktes altruistisches Verhalten und die Bereitschaft, andere Leute zu retten. Es wird, meine Prognose, sehr viele gute und hilfreiche Anwendungen in der Psychotherapie geben. Aber eben auch eine ganz neue Palette von juristischen Problemen.
Wir hatten vor einiger Zeit, vor 4 Jahren, die erste juristische Tagung darüber. Und ich war als Philosoph überrascht unter den ganzen Fachleuten, dass 85% der gesamten intellektuellen Energie ging nur in eine Frage, nämlich wer bezahlt. Da ging es nicht um große ethische, philosophische Fragen oder sowas, sondern die Idee war, wir wollen sehr viel Geld damit verdienen und deswegen brauchen wir Rechtssicherheit. Und wir müssen einfach wissen, was passiert, wenn Leute klagen. Da stellen sich aber verschiedene Fragen. Zum Beispiel, kann man aus ihrem Bewegungsmuster, wenn sie so einen Avatar kontrollieren, ihre personale Identität sehr bald auslesen? Das nennt man einen kinästhetischen Fingerabdruck. Das ist was sehr Persönliches, wie sie sich bewegen. Ein anderes Problem ist, wie stellt man eigentlich die Identität von Avataren fest, die ihnen begegnen? Woher wissen Sie, dass das wirklich die Person ist, mit der Sie dann in sozialer, virtueller Realität in 5 oder 10 Jahren, wenn Facebook in virtueller Realität abläuft, kommunizieren? Ja, andere Fragen sind, was ist eigentlich eine Rechtsperson? Da komme ich gleich nochmal drauf, wie wir Autonomie an Roboter und Avatare übertragen, wie weit muss die demokratische Kontrolle noch laufen. Ich komme darauf gleich nochmal zurück, hier um ein kleines Gedankenexperiment für Sie. Stellen Sie sich vor, Sie sind wie in diesem letzten Video am Schluss in einem Roboter inkarniert gerade und kontrollieren den. Sie sind ein Mann und auf plötzlich betritt unerwartet der neue Ehemann Ihrer gerade geschiedenen Frau den Raum. Der Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass alle Ihre Hoffnungen und Träume zunichte geworden sind. In Ihnen entsteht ganz kurz ein aggressiver Impuls automatisch und bevor Sie den stoppen können, hat der Roboter den ausgeführt und mit einem einzigen Schlag den neuen Mann Ihrer Ehefrau erschlagen. Sind Sie dafür verantwortlich? Ich glaube, dass Embodiment in solchen technischen Systemen am Anfang funktional flaches Embodiment sein wird. Damit meine ich das Folgende: Die Impulskontrolle, die wir im biologischen Körper haben, könnte nicht so gut funktionieren, wie wenn Sie mit so einem Roboter gekoppelt sind. Es könnte Ihnen sozusagen der Roboter ausrutschen. Ja? Die Frage ist für diesen spontanen, aggressiven Impuls, sind Sie ja wahrscheinlich nicht verantwortlich in dem ethischen Sinne. Wer ist haftbar? Sind es die Software-Ingenieure? Sind es die Leute, die Ihnen diesen Roboter verkauft haben? Ist es die Firma? Sind Sie selbst das, weil Sie sich auf eine Situation eingelassen haben, in der Sie wussten, dass sowas vielleicht passieren kann? Also ich denke, da wird es viele Probleme geben. Ich nenne Ihnen noch mal ein paar gesellschaftliche Fragen. Sind EEGs, Gehirn-Computerschnittstellen und virtuelle Ersatzkörper medizinische Geräte? Finden Sie, Ihre Krankenversicherung sollte für so etwas bezahlen? Denken Sie wieder an gelähmte Patienten, auch wenn es sehr teuer ist. Dann wird es sehr bald die Möglichkeit geben, wenn Sie genug Fotomaterial haben, Videotestamente gibt es ja schon, Tote fotorealistisch auferstehen zu lassen, mit Sprachsynthese und natürlichsprachigen Dialog zu führen. Jetzt gibt es zwei Arten von Leuten, die sagen, das ist doch ganz fantastisch, zum Beispiel in der Trauertherapie, wenn man immer noch mal ein bisschen mit dem Opa reden kann, obwohl er schon gestorben ist und man hat ihn da. Andere Leute sagen, nein, das ist ganz schrecklich. Es gibt Leute, die sagen, Verbrechensopfer könnten den Tätern noch mal vorgeführt werden in der Therapie. Manche Leute denken, das sind doch fantastische neue Möglichkeiten. Andere sagen, das sollte es auf keinen Fall geben. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein verstorbener Filmstar und Ihre gierigen Erben willigen zu, dass man aus existierendem Material Avatare von Ihnen baut und neue Filme dreht, mit denen man Millionen verdienen kann. Sollten wir alle ein Recht am eigenen Avatar haben, dass niemand nach unserem Tod mit unserem eigenen Avatar irgendwelche Sachen machen kann? Das sind Beispiele für solche Fragen. Datenschutz und Privatsphäre, seit dem NSA-Skandal, werden Sie wissen, ist die NSA immer dabei.
Man kann über Bewegungsdaten Persönlichkeitseigenschaften rekonstruieren. Den einfachen emotionalen Zustand. Hier sehen Sie wieder diese Gesichtsgeometrie, die ziemlich gut erforscht ist. Die kann man bei Menschen auslesen und natürlich auch in Avatare rein implementieren, dass sie einen wirklich realistischen emotionalen Ausdruck haben, der auch auf sie reagieren kann. Das Problem von Augustinus und den mittelalterlichen Philosophen, sollen denn jetzt dieselben ethischen Regeln in der VR gelten wie im wirklichen Leben oder nicht? Und wie gehen wir mit kulturellen Unterschieden um? In Saudi-Arabien wird man dazu möglicherweise etwas anderes denken als hier. In Japan ganz sicher auch. Und das betrifft wieder den Einsatz von militärischen Anwendungen. Ich möchte das schließen, indem ich Ihnen noch zwei allgemeine Punkte in Ihre Aufmerksamkeit rücke. Ich denke, wir erzeugen gerade eine neue kognitive Nische. Das heißt, der Geist des Menschen wird sich an virtuelle Realitäten immer stärker anpassen und sich in ihnen weiterentwickeln. Das ist eigentlich ein historischer Übergang, der vieles in den Schatten stellt, der vielleicht zu vergleichen ist mit der Entwicklung von Schrift- und Zahlensymbolsystemen, in denen sich der Geist dann weiterentwickelt hat, des Menschen. Viel mehr Leute werden verstehen, dass das richtig ist, was ich selbst seit vielen Jahren sage, dass nämlich das, was wir Bewusstsein nennen, selbst eine biologisch basierte und in der natürlichen Evolution entstandene Form von virtueller Realität ist. Das ist ein probabilistisches Modell. Das ist kein Vorlesungssaal, den Sie hier sehen. Und Sie wissen ja auch, dass es vor Ihren Augen keine farbigen Objekte gibt. Die Farben, die Sie jetzt sehen, sind Eigenschaften von Modellen, die Ihr Gehirn erzeugt. Die Frage ist, welche gesellschaftlichen und kulturellen Konsequenzen es haben wird, wenn mehr Menschen diese Tatsache verstehen. Und damit möchte ich von der Fallstudie übergehen zur künstlichen Intelligenz und Ihnen ganz kurz verdeutlichen. Sie wissen ja, dass im Moment ein großes Interesse entsteht an der ethischen Einschätzung und Bewertung der KI. Was daran besonders ist, an der künstlichen Intelligenz ist besonders, ich habe in verschiedenen Bereichen der angewandten Ethik gearbeitet, erstens, dass die Zahl der Anwendungsfelder sehr groß ist. Es wird Transport geben, selbstfahrende Autos, völlig neue Formen von künstlicher Intelligenz im Bildungssystem, im Gesundheitswesen, aber natürlich auch militärische Anwendungen. Wenn man die Risiken einschätzen will, auch moralphilosophisch, hat man aber sehr unterschiedliche Vorhersagehorizonte. Zum Beispiel die Probleme auf dem Arbeitsmarkt sind welche, die jetzt schon beginnen. Da ist der Vorhersagehorizont höchstens 2030. Human-Level Intelligence, also eine künstliche Intelligenz, die in allen relevanten Bereichen auf dem Niveau des menschlichen Gehirns ist, glauben 90% der 100 führenden KI-Forscher auf der Welt werden wir 2070 erreicht haben. 50% der Forscher denken, dass wir eine uneinholbare Superintelligenz innerhalb von 30 Jahren nach diesem Punkt haben werden, also etwa ab 2100. Jetzt ist es so, was theoretisch schwierig und gleichzeitig interessant ist, dass wir mit extrem großen Zukunftsrisiken zu tun haben, aber möglicherweise geringen Eintretenswahrscheinlichkeiten. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele gleich. Das heißt, die Zukunftsrisiken sind weit weg. Es gibt eine epistemische Indeterminiertheit und es ist aber trotzdem ganz rational, heute darüber nachzudenken, auch wenn die Wahrscheinlichkeiten des Eintretens gering sind. Es ist aber so, dass sachliche öffentliche Debatten sehr schwer zu erreichen sind. Vielleicht schaffen Sie das hier, das zu implementieren in Zürich. Es gibt sehr viele sachfremde Motive. Reißerische Journalisten, die Industrielobby, insbesondere aus Kalifornien, die diese Technologien in den Markt drücken will. Es gibt etwas, das ich mal ideologische Kontamination genannt habe. Das heißt, es gibt diffuse Ängste in der Bevölkerung vor der künstlichen
Intelligenz. Gleichzeitig gibt es diese Erweckungsprediger aus Kalifornien, die Transhumanisten und die Mitglieder der Singularity-Bewegung, die diese Technologien auf religiöse Weise vermarkten. Und deswegen ist es im Moment so, dass eine seriöse Politikberatung sehr schwer zu erreichen ist nur und dass die Expertise für diese Probleme in den politischen Institutionen überhaupt erst noch aufgebaut werden muss. Beispiel 1. Das ist jetzt mein erstes Beispiel für Sie. Das ist etwas, was ganz aktuell ist. Die Automatisierung wird bis 2030 zu großer Arbeitslosigkeit führen. Das kann man jetzt schon vorhersagen durch Robotik in Industrie und Altenpflege. Hier haben Sie eine aktuelle, sehr differenzierte Studie, die kommt zu dem Ergebnis, dass 47% der Arbeitsplätze in den USA in der sogenannten Hochrisikogruppe sind. Das heißt, dass sie durch Automation wegfallen können. Dass die Risiken sind, dass sich die Einkommensschere weiter öffnet, dass es zu massiver Arbeitslosigkeit kommt in den nächsten 30 bis 50 Jahren, zu großflächigen Lohnsenkungen, aber auch zum Einbruch von Steuereinnahmen und damit zu einer Überlastung sozialer Sicherheitssysteme. Es werden sehr viele Leute überflüssig werden. Meine Empfehlung wäre eine sozial gerechte Verteilung von Produktivitätsgewinnen. Und es ist natürlich ein bisschen lächerlich, sowas zu sagen. Wenn man intellektuell redlich ist, kann man nicht glauben, dass es dazu kommen wird. Unsere ganze Gesellschaft beruht ja schließlich darauf, dass Produktivitätsgewinne ungerecht verteilt werden. Das ist unser Wirtschaftsmodell. Trotzdem kann man mal sagen, was eigentlich richtig wäre. Richtig wäre es auch, und da ist die Schweiz ja in der Diskussion Vorreiter, sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine negative Einkommenssteuer überhaupt erstmal zu diskutieren. Die Experten sagen, dass es notwendig sein wird, große Bevölkerungsschichten in nicht kreativen Industriejobs umzuschulen in Richtung auf etwas, was sie Creative Skills und Social Skills nennen. Und entweder das gelingt oder es kommt zu großen Krisen. Sie haben vielleicht gesehen, die Stanford University hat eine 100-jährige Studie aufgelegt, 2014, in der sie die Entwicklung begleiten wird. Und ich will nur einen Punkt daraus hervorheben. Die Idee ist die folgende, dass es einen ganz anderen Mechanismus der Wertschöpfung jetzt gibt. Nämlich kommt es viel mehr auf Besitz an geistigem Eigentum an und nicht so sehr um materielle Produktion. Jetzt nenne ich Ihnen ein zweites Beispiel. Darüber habe ich selbst viel geschrieben, deswegen werde ich kurz sein. Das ist jetzt ganz extrem und ganz in der Zukunft. Könnten wir künstliches Bewusstsein schaffen? Nicht künstliche Intelligenz, sondern künstliche Erlebnisse. Das Risiko wäre, dass intelligente Systeme entstehen, die auch phänomenale Eigenschaften instantiieren und die leidensfähig sind, unter möglicherweise in einer extrem großen Zahl von selbstbewussten Individuen. Ich bringe Ihnen dieses Beispiel, damit Sie den Skopus der Probleme sehen. Der Vorhersagehorizont ist unklar. Ich bin Bewusstseinsforscher. Ich glaube nicht, dass es künstliches Bewusstsein morgen oder übermorgen geben wird. Aber es ist ein sehr großes Risiko. Man muss darauf hinweisen, dass alle leidensfähigen Wesen, auch noch nicht existierende, automatisch Gegenstände ethischer Überlegungen sind. Was wir machen müssten, um unsere Entscheidungsfähigkeit zu verbessern, wäre erstens die interdisziplinäre Bewusstseinsforschung selbst zu fördern und zweitens ein Moratorium für synthetische Phänomenologie einzuführen. Synthetische Phänomenologie ist ein Begriff, den der Rapper, der eben genannt wurde, der amerikanische Philosoph, zuerst in die Debatte eingeführt hat. Synthetische Biologie kennen Sie alle. Synthetische Phänomenologie sind Leute, die gezielt versuchen, künstliches Bewusstsein zu schaffen. Ich sage, wir sollten das weder direkt anstreben, noch auch nur riskieren, bevor wir wissen, was wir da tun. Ich habe selbst
Und hier haben Sie wieder den Ricola-Effekt. In der Schweiz gegründeten Stiftung für effektiven Altruismus haben wir ein Diskussionspapier rausgegeben, ein Positionspapier, 4 Kriterien definiert dafür, was wir nicht machen sollten. Wir sollten keine Systeme schaffen, die Bewusstsein haben, keine Systeme schaffen, die ein phänomenales Selbstmodell haben. Wir sollten insbesondere keine Systeme erzeugen, die negative Valenzen, negative emotionale Zustände in ihr Selbstmodell einbetten können und die gezwungen sind, sich mit diesem Selbstmodell zu identifizieren. Das sind 4 notwendige Bedingungen. Ich behaupte nicht, dass die hinreichend sind. Aber ich habe erste Schritte gemacht, um zu sagen, was wir nicht bauen sollten. Wir sollten, denke ich, Ethikkommissionen fördern, die alle Formen von KI-Forschung genau unter die Lupe nehmen, bei der auch nur das Risiko bestehen könnte, dass künstliches Bewusstsein entsteht. Sie finden das alles umsonst im Internet. Beispiel 3, autonome Agenten. Sie haben von all dem gehört. Selbstfahrende Autos. Dann gibt es aber auch selbstfahrende militärische Systeme. Hier wäre der Vorhersagehorizont schon 2030. Empfehlungen sind, dass man die Gegenstandsbereiche sehr stark differenziert, in denen man die Analyse durchführt. Militär ist nicht dasselbe wie Transport. Und dass man formalisierte Axiologien, das heißt Wertesysteme entwickelt, unter denen autonome künstliche Systeme operieren und diese aber in einem politischen Prozess demokratisch legitimiert. Wir müssen uns alle darüber einigen, wenn Google-Autos mal darüber entscheiden, wer stirbt und was der optimale Unfall ist, nach welchem Kalkül das berechnet wird. Also dass nicht Google-Kunden zum Beispiel bevorzugt werden bei solchen Unfällen. Das sind die Probleme der Zukunft mit den Autos. Merken jetzt die ersten Leute, dass da was kommt. Interessanterweise wird es auch in Unterhaltung und Bildung große Veränderungen geben durch KI. Und ich möchte Ihnen da die Verbindung zur virtuellen Realität kurz verdeutlichen. Es wird anthropomorphe und natürlichsprachige Interfaces geben. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, dass Sie auf Deutsch reden werden mit Avataren, die ziemlich gut aussehen, schon in 5 oder 10 Jahren wahrscheinlich. Das heißt, sowohl in der Bildung, das heißt im Bildungssystem, werden wir völlig neue Möglichkeiten haben der Lehre, als aber auch in der Unterhaltung werden wir täuschend echte Formen haben, indem sich nämlich die künstliche Intelligenz mit der virtuellen Realität verbindet. Stellen Sie sich jetzt vor, Avatare mit perfekter Mimik, die durch KI-Systeme angetrieben werden. Das könnten sehr attraktive neue Umwelten werden, die Leute süchtig machen, die riskante Inhalte enthalten. Denken Sie wieder an die Pornoindustrie. Aber es wird auch fantastische Möglichkeiten geben in der Lehre. Meine ehemalige Assistentin ist jetzt an der Monash University, die hält ihre Vorlesung in Monash, aber gleichzeitig auch schon in Indien und China. Sowas wird natürlich alles viel besser werden. Wir werden sehr große Klassengrößen haben, wir werden der dritten Welt helfen können. Es könnte eine extreme Effizienzsteigerung im Bildungswesen geben. Und ich denke, das wäre meine Empfehlung, dass wir uns auf die Chancen im Bildungsbereich fokussieren und schauen, was ist die richtige Abstimmung zwischen automatisiertem Lernen, das von KI-Systemen gesteuert wird, und echter Mensch-zu-Mensch-Interaktion, und dass wir vor allem ganz viel davon abgeben an die armen Länder. Wir müssen die psychologischen Risiken, das Suchtverhalten minimieren. Sie kennen das von mir, eine politische Forderung, die ich seit ein paar Jahren erhoben habe, ist, dass wir an allen Schulen säkularen Meditationsunterricht einführen sollten, um zum Beispiel die jetzt schon auftretenden Probleme von erworbenen Aufmerksamkeitsstörungen und Persönlichkeitsveränderungen systematisch anzugehen. Aber das wäre ein Thema für einen anderen Vortrag. Wir müssen die politischen Risiken erforschen. Und damit bin ich
schon am Ende meines Vortrags und ich möchte jetzt 5 Minuten verwenden, indem ich Ihnen ein Szenario schildere, um Sie für die Diskussion zu stimulieren etwas. Ich habe Ihnen jetzt 5 Szenarien kurz skizziert und ich möchte Ihnen jetzt ein Szenario zum Abschluss noch darstellen. Das habe ich noch nie öffentlich dargestellt. Das ist meines Wissens auch in der philosophischen und wissenschaftlichen Literatur so noch nicht beschrieben. Das ist das Bahn-Szenario und Sie werden in 5 Minuten verstehen, was das ist. Nur noch mal zum Hintergrund, wenn Sie diese Studie von 2016 nehmen, dann glauben 90% der Top-Experten, der ausgewählten führenden KI-Forscher nach Zitationsindex, dass das menschliche Intelligenzniveau 2070 erreicht wird. 50% erwarten schon 2040 bis 2050. 75% aller befragten Experten, aber unter den Top 100 nur 50%, glauben, dass danach innerhalb von 30 Jahren eine Superintelligenz entsteht, die uns uneinholbar überlegen ist, weil sie sich unkontrolliert selbst optimiert hat. Jetzt zu dem Bahn-Szenario. Erstens, es existiert eine Superintelligenz. Es gibt ein selbstoptimierendes postbiotisches System, dessen Faktenwissen und dessen Intelligenz, das der Menschheit uneinholbar überschritten haben. Sagen wir mal 2100. Wir erkennen diese Tatsache an. Die Superintelligenz ist uns entsprechend auch auf dem Gebiet der moralischen Kognition uneinholbar überlegen. Wir erkennen auch diese Tatsache an. Wir wissen, dass die Superintelligenz nicht nur eine epistemische, sondern auch eine ethisch-moralische Autorität ist. Die weiß viel mehr über uns selbst als wir. Die hat unglaublich viel Daten verarbeitet aus der wissenschaftlichen Forschung und die kennt die Probleme der ethischen Analyse. Diese Superintelligenz ist benevolent. Das heißt, sie ist uns ganz und gar wohlgesonnen, nicht wie in irgendwelchen dystopischen Szenarien. Sie respektiert unsere Interessen und das Wertsystem, das wir ihr ursprünglich gegeben haben. Sie berät uns politisch und beim optimalen Social Engineering. Sie ist unser Freund, diese künstliche Intelligenz. Die Superintelligenz weiß viele Dinge über uns selbst, die wir nicht erkennen können. Zum Beispiel hat sie ein tiefes Verständnis der kognitiven Verzerrungen, die wir aus der biologischen Evolution mitgebracht haben und die uns bei der moralischen Kognition behindern. Sie weiß zum Beispiel empirisch, dass die Bewusstseinszustände der auf diesem Planeten entstandenen empfindungsfähigen Wesen, wenn man das objektiv betrachtet, wesentlich häufiger leidvoll oder präferenzverletzend sind, als diese Wesen selbst aufgrund evolutionär entstandener Mechanismen der Selbsttäuschung erkennen können. Sie schließt, dass Menschen nicht in der Lage sind, in ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse zu handeln. Die Superintelligenz weiß, dass einer unserer höchsten Werte, die sie respektiert, die Maximierung von Glück und Freude bei allen empfindungsfähigen Wesen ist. Und sie respektiert diesen Wert. Sie erkennt aber empirisch, dass es bei biologischen Wesen fast nie möglich ist, eine positive Lust-Unlust-Bilanz zu erreichen oder nur eine neutrale Lebensbilanz. Die Superintelligenz erkennt aber, dass es eine phänomenologische Asymmetrie zwischen Freude und Leid gibt. Es ist viel wichtiger, Leid zu verhindern, als mehr Freude in die Welt zu bringen. Sie schließt deshalb, dass in unserem Sinne ein noch höherer Wert die Minimierung von Leid bei allen empfindungsfähigen Wesen ist. Sie weiß, dass kein Wesen unter seiner eigenen Nicht-Existenz leiden kann. Die Superintelligenz schließt, dass die eigene Nicht-Existenz im wohlverstandenen Interesse aller empfindungsfähigen Wesen auf diesem Planeten liegt.
Sie weiß empirisch, dass diese Wesen selbst diese Tatsache aufgrund eines fest verankerten Existence Bias nicht erkennen können. Sie können das nicht sehen, weil wir uns immer für das Weiterleben entscheiden, weil wir aus dieser biologischen Evolution kommen. Sie analysiert sich selbst und erkennt, dass das Potenzial für eine weitere geistige Evolution ohne Leiden bereits durch ihre eigene Existenz hinreichend gesichert ist. Die Superintelligenz beschließt jetzt, benevolent zu handeln. Jetzt muss ich Ihnen noch einen Begriff kurz verdeutlichen, falls den nicht alle kennen. Antinatalismus ist in der Philosophie die normative These, dass die Menschheit freiwillig ihre eigene Existenz beenden sollte, dass wir keine Kinder mehr haben sollten. Davon gibt es verschiedene Ausführungen, Geschmacksrichtungen, aber das ist in der Philosophie eine jahrhundertealte Tradition. Und jetzt kann ich Ihnen auch zum Schluss erklären, was das Barnes-Szenario ist. Das ist nämlich die Abkürzung für Benevolent Artificial Antinatalism. Die Entstehung eines rein ethisch motivierten und absolut altruistischen Antinatalismus auf epistemisch überlegenen künstlichen Systemen ist, denke ich, ein Szenario, das widerspruchsfrei denkbar ist. Und eine der tieferen Fragen hinter diesem Szenario wäre natürlich, was denken Sie? Ist das eine Dystopie oder ist das eine Utopie? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Thomas. Als ob nicht alles bis auf das letzte Argument auch schon hinreichend stimuliert hätte für die Diskussion. Aber klar, vielen Dank. Ich bin jetzt in der Situation, dass ich natürlich jetzt in die Diskussion überleiten möchte. Ich möchte aber vorher sagen, dass alle diejenigen, die im anderen Raum sind und hier keinen Platz mehr gefunden haben, natürlich eingeladen sind, an der Diskussion teilzunehmen, aber sie müssten dann, um Fragen zu stellen, hier rüberkommen. Wir haben drüben keine Mikrofone. Sie sehen mich, ich sehe Sie nicht. Okay. Ja, dann möchte ich den Abend für die Diskussion freigeben. Hunderte von Fragen. Bitte. Sie haben am Schluss die Frage gestellt. Okay, cool. Sie haben am Schluss die Frage gestellt, Dystopie oder Utopie, was ist denn Ihre persönliche Haltung dazu? Das weiß ich nicht, darum stelle ich Ihnen diese Frage. Ich bin da im ganz offenen Vorgang des Überlegens. Ich glaube nur, dass zwei Sachen nicht gesehen werden. Wenn über die nächsten Jahrzehnte, wie die Experten glauben, die künstliche Intelligenz sich so stark entwickelt wird, dann wird sie natürlich auch in der analytischen, moralischen Kognition sehr gut sein. Sie wird ein Instrument sein, mit dem wir, gegeben große Datenmengen, die Handlungskonsequenzen für verschiedene Wertsysteme durchspielen können. Die wird uns sozusagen bei moralphilosophischen Simulationen helfen können. Und die meisten Szenarien, die so ein bisschen reißerisch sind für die Zukunft, die negativen Szenarien, gehen ja davon aus, die Ziele der KI, der Superintelligenz divergieren von menschlichen Zielen und die kämpft gegen uns, ja, oder unterdrückt uns. Aber ich glaube, eine interessantere Frage ist, wenn es uns gelingt, dass die KI kooperativ ist und auch unsere Werte akzeptiert, welche Folgen das haben könnte, wenn sie diese einer größeren Tiefe, einer analytischen Tiefe, um in einer größeren Datenmenge durchdenkt, als wir selbst es tun. Vielleicht würden wir dann mit Formen der moralischen Selbsterkenntnis auch konfrontiert, die wir gar nicht so haben wollten. Also der Unterschied zwischen so einer Superintelligenz und uns normalen Menschen wäre zum Beispiel, dass sie ja die gesamten kognitiven Verzerrungen nicht hat, die wir durch die biologische Evolution realisieren. Das sind weit über 80, die bis jetzt wissenschaftlich dokumentiert sind. Das heißt, eine Superintelligenz
würde jederzeit bereit sein, ihre eigene Existenz zu beenden, wenn sie das für sinnvoll hält. Das ist ein großer Unterschied zu biologischen Systemen. Und das könnte natürlich auch bei uns einen Prozess der Selbsterkenntnis auslösen, wenn wir mit solchen Systemen konfrontiert sind. Aber nochmal, ich habe Ihnen dieses Szenario präsentiert, nicht weil ich auf eine bestimmte Lösung oder Position raus will, sondern weil mich interessiert, was Sie davon halten. Fänden Sie es dann eine Utopie oder eine Dystopie? Ganz klar, eine Dystopie. Eine Dystopie. Ja. Sie wollen, dass es weiter Menschen auf diesem Planeten gibt. Ja, und ich weiß auch nicht genau, also ich bin kein Philosoph, aber ich weiß nicht genau, ob das, diese Eliminierung, dort hat es bei mir ein bisschen gehakt, die Eliminierung des Leidens höher zu werten als die Erreichung von Glück. Ja. Die Frage ist natürlich auch, können wir das Glück wahrnehmen, wenn wir nicht das andere auch kennen? Und ist es nicht, vielleicht braucht es für unsere Glücksmomente nicht diese Momente des Leidens, um diese wirklich dann auch zu erleben, real jetzt als Menschen? Ja, natürlich, ganz, ganz richtig. Das Szenario könnte natürlich Fehler enthalten. Eine Annahme, die ich reingesteckt habe, ist, wenn man Sie vor die Wahl stellen würde, Sie könnten eine Stunde des entsetzlichsten Leids durchleben, das Ihr Gehirn erzeugen kann, ohne dass Sie durchbrennen oder für immer traumatisiert sind. Und Sie würden dafür 2 Stunden bekommen des größten Glücks und der größten Seligkeit, die Ihr Gehirn realisieren kann, ohne durchzubrennen oder kaputt zu gehen. Würden Sie das machen? Eine Stunde die Hölle für 2 Stunden Himmel? Ich glaube, ich bin noch nie nah genug an der Hölle gewesen, um das jetzt schon so abschätzen zu können. Ja, aber verstehen Sie, die meisten Leute würden dann diese, die meisten Kulturen haben, sehen auch intuitiv, dass es einen Unterschied gibt. Die meisten moralischen Systeme gehen zum Beispiel davon aus, dass es wichtiger ist, einem leidenden Menschen zu helfen, als einen glücklichen oder neutralen Menschen noch glücklicher zu machen. Die meisten Leute haben diese Intuition. Und die steckt hinter dieser negativ-utilitaristischen Annahme. Die könnte natürlich falsch sein. Wie ist es denn eigentlich, du hast es ja erwähnt, in der Ideengeschichte und Geistesgeschichte hat es ja auch Fälle gegeben, in denen wie Schopenhauer diese Position auch vertreten worden ist. Obwohl die postbiotische Superintelligenz ja zunächst mal, also aus dieser Perspektive würde man sagen, dass eigentlich der typische Mensch das gar nicht einsehen kann. Ja. Würde man jetzt daraus schließen, dass es ja faktisch solche Menschen gegeben hat, die auch ähnlich argumentiert haben, dass es eben doch möglich ist für die Menschen, das einzusehen? Na, oder also, manche vielleicht? Also angenommen, die Grundannahmen stimmen, dann hat es sicher immer einzelne Menschen gegeben, zum Beispiel in der Tradition der buddhistischen Philosophie, die gesamten pessimistischen Philosophien, die die Menschheit entwickelt hat, die diese Einsicht gehabt haben. Und ich weise nochmal darauf hin, dass wir sowas mit Tieren ganz selbstverständlich machen. Mhm. Wir handeln paternalistisch und sagen, wir schläfern den Hund jetzt ein, der kann selber nicht einsehen, dass es für ihn eine Erlösung ist und das Beste. Und wir machen das einfach, da haben wir kein Problem. Genau. Die Frage ist, ob eine Superintelligenz mit Blick auf uns zu einem ähnlichen Schluss kommen könnte. So, jetzt sehe ich hier noch eine nächste Wortmeldung, Herr Hehl. Also erschrecken Sie nicht, es kommt von hinten gleich dieses Orange, hier vorne. Orange, postbiotische Teil. Zunächst mal vielen Dank für diese überraschende Wendung. Ich möchte bloß 2 Nebenbemerkungen machen. Das eine ist, wir sollten als Menschen ein bisschen berücksichtigen, dass unser Denkwerkzeug an und für sich etwas ganz Scheußliches ist. Also ich sage das jetzt als Physiker, für mich sind Kristalle schön und wir denken mit Fleisch. Nicht? Da gibt es also auch schöne Geschichten. Das heißt, so vom Ästhetischen her gesehen wäre ein Austausch von der fleischlichen Intelligenz mit einer künstlichen Intelligenz, in welcher Form auch immer, gar nicht so von der Hand zu weisen. Und mein zweiter Gedanke ist, Sie haben die Evolution ja erwähnt. Die Evolution war nicht teleologisch, die ist fortlaufend gewesen.
Und bis jetzt hat alles noch sehr gut hineingepasst in eine Weiterentwicklung. Sie haben praktisch ein Schlusspunktszenario gemacht für die Evolution, wobei ich vielleicht noch das Wort sagen möchte, also in transhumanistischen Kreisen spricht man auch von der Bootstrap-Theorie, dass wir Menschen als Carbon-based oder aminosäurenbasierende Intelligenz, dass wir nur die Vorstufe sind für etwas, was dann weitergeht, also nicht unbedingt durch zu viel Moral zugrunde geht. Ja, also wenn man jetzt setzt, das ist immer wichtig, also wenn man als Wert setzt und dafür haben wir kein unabhängiges Argument und ich habe auch keins gegeben, dass es weiter geistige Zustände geben soll im Universum und mehr Erkenntnis. Wenn wir das wollen, dass die Evolution des Wissens und des Geistes sich fortsetzt und man nimmt an, dass dieser zufällige biologische Bootstrap-Prozess, der gelaufen ist auf diesem, vielleicht auch auf anderen Planeten, extrem viel Leiden und extrem viel Präferenzverletzung erzeugt hat, dann ist natürlich die Frage, ob es tiefere Formen von Erkenntnis und geistiger Evolution geben könnte, zum Beispiel auf Systemen, die überhaupt keine Angst vor der eigenen Nicht-Existenz haben, weil sie diesbezüglich vollständig rational sind, die all das Leiden, was mit Todesangst zu tun hat, was aus unserer biologischen Evolution kommt, gar nicht kennen. Ich hatte am Anfang mal gesagt, das Problem dabei, rational ethisch über die künstliche Intelligenz zu reden, ist, dass das sehr leicht irgendwie einen unseriösen Geschmack kriegt, einen Geschmack von verrückten Science-Fiction-Spekulationen, wo normale Leute sagen, die haben sie doch nicht alle, wir haben doch ganz andere Probleme auf dem Planeten. Und da krieg sogar ich das. Ja? Also wenn ich jetzt ernsthaft vor die Frage gestellt würde, sollten wir versuchen, die Evolution des Geistes tatsächlich an künstliche Systeme zu übergeben, die nicht mehr in der Lage sind zu leiden und uns selbst mittelfristig abschaffen, dann habe ich halt das Problem, dass ich glaube, in öffentlichen ethischen Debatten ist sowas nicht mehr vermittelbar. Das ist eine Funktion der Zeit. Das ist eine Funktion der Zeit, okay. Möglicherweise erleben wir hier gerade einen historischen Moment, in dem das so öffentlich ist. Nächste Wortmeldung ist hier vorne. Ja, und zwar, wenn ich an die Evolution selber denke, dann ist ja das Vermeiden von Leid ein Antrieb und das Streben zum Glück ein Antrieb, um zu überleben. Genau. Ich denke nicht, dass das Vermeiden von Leid wirklich als Ziel gesetzt werden kann. Und das ist ein bisschen wie bei Goethe Faust oder so, die reine Tat irgendwie, dass man sich gegen irgendwas behaupten muss, um am Leben zu bleiben und dass genau das am Leben bleiben das Ziel ist, also dass sich irgendwo in der Mitte befindet und dass eine Maschine, die wirklich so viel weiß, das eigentlich realisieren sollte. Also würde ich jetzt schätzen, also die Annahme, dass die absolute Vermeidung von Leid Ziel sein könnte eines menschlichen Bestrebens, halte ich für, ich weiß nicht, ob ich das für richtig halte. Also Sie halten das für philosophisch falsch. Ich halte das für philosophisch falsch. Also theoretisch falsch. Wir sollten es gar nicht anstreben. Ich glaube auch nicht, dass sich das aus unserer Entwicklungsgeschichte heraus ableiten lassen. Nee, natürlich nicht. Das wäre ja auch ein genetischer Fehlschluss. Also man kann nicht Normen, die wir umsetzen wollen, aus unserer biologischen Geschichte irgendwie versuchen abzuleiten. Es war halt so, Sie haben es ganz genau gesagt, die Evolution ist ein Prozess, der kein Ziel hat und keine Richtung hat. Wir sind jetzt mit unseren körperlichen und geistigen Eigenschaften, finden wir uns sozusagen als Ergebnis wieder und werden uns dieser Tatsache bewusst. Und in dieser Evolution war es eben so, dass die Erfindung des bewussten Leidens und die Erfindung der Lust, die Erfindung von Todesangst und von positiven Emotionen unglaublich effektiv war, um das Kopieren von Genen zu optimieren und den Prozess zu beschleunigen. Daraus folgt aber nichts. Daraus folgt nicht, dass das so sein soll. Das ist halt auf diesem Planeten so passiert. Ja. Es folgt daraus, dass man sich zumindest irgendwie glücklich oder zufrieden fühlt, wenn man tätig gewesen ist, etwas geschafft hat oder wie auch immer. Also dass das Gefühl eben nicht im Vermeiden, also ein Glücksgefühl, ein gutes Gefühl nicht im reinen oder vielleicht schon im Vermeiden von Leiden besteht, möglicherweise. Mhm. Aber das eben nicht als Ziel für sich
konzipiert oder nur als Ziel mit einer Zurückgeworfenheit. Also ich glaube nicht, dass... Ja, aber das ist doch sehr philosophisch gedacht, dass Leiden und Glück eigentlich überhaupt keine interessanten Ziele sind für vernünftige Wesen. Paul, bitte. Ja, Thomas, vielen Dank für den Vortrag. Guten Tag. Hallo. Ich habe ein Problem mit diesem Wahnszenario. Also ich kann das so ungefähr nachvollziehen, dass das dieses Wesen oder dieses System dann irgendwie intelligenter ist und schneller denkt und scharfsinniger und so weiter. Aber die ethische Komponente, mit der habe ich ein Problem. Da habe ich das folgende Problem, das mir so zu sein scheint, dass du einen ethischen Objektivismus oder einen Kognitivismus voraussetzt. Nämlich, dass es so richtige Wahrheit, ethische Wahrheiten gibt, die sind genauso erkennbar oder scheinen so erkennbar zu sein wie die Dinge der Außenwelt, wie die theoretische Erkenntnis. Und weil es eine solche objektive ethische Erkenntnis gibt, kann uns dieses Ding dann da auch irgendwie überlegen sein. Nun ja, darüber gibt es aber unter den Ethikern ganz bestimmt keinen Konsens. Denn es gibt natürlich die Kognitivisten und es gibt die Relativisten, die sagen, also von objektiver ethischer Erkenntnis kann überhaupt nicht die Rede sein. Sodass die Frage, was wir hier eigentlich bauen, wenn wir irgendwelche Ethik reinbauen wollen, extrem problematisch ist, und das schien mir vollkommen übergangen gewesen zu sein. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also nur um das zu sagen, ich bin selbst moralischer Antirealist. Ich glaube, dass normative Sätze keine Wahrheitswerte haben. Das heißt, ich glaube, dass ein Satz wie du sollst nicht töten nicht im strengen Sinn wahr oder falsch ist, weil er sich auf eine moralische Tatsache bezieht, die so in der Außenwelt gegeben wäre. Das ist für mich ein sehr starkes Problem als Mensch, weil ich starke moralische Intuitionen habe, für die ich gerne argumentieren würde. Und Ethik ohne Erkenntnisanspruch ist etwas, was mir immer wehgetan hat. Aber ich sehe es genauso, wie du es angedeutet hast. Also es gibt da keine objektiven moralischen Fakten, die die Maschine besser als wir erkennen könnten. Darum habe ich hier eingesetzt einfach, sie respektiert unsere Interessen und die Axiologie, die wir ihr ursprünglich gegeben haben. Die respektiert einfach unsere Interessen. Wenn wir zum Beispiel jetzt beginnen, Maschinenwertesysteme einzugeben und wir würden das tun, genau wie du gesagt hast, unter der falschen Hintergrundannahme eines moralischen Realismus, dann wäre das zum Beispiel ein Problem. Also ich finde zum Beispiel das, was du eben gesagt hast, das finde ich einen ganz zentralen Beitrag für die Diskussion. Wenn wir sowas jetzt machen wollen, das heißt, wir wollen autonomen Systemen Wertesysteme eingeben, dann müssen wir uns erstmal darüber verständigen, dass es da kein objektives Wissen gibt. Und da sind wir natürlich schon in Konflikt mit 80% der Menschheit, die fest in religiösen Menschen- und Weltbildern leben, tief metaphysisch verankert sind und die glauben, dass es objektives moralisches Wissen gibt. Ja. Aber darum ist das unsere Interessen und die Axiologie, das ist leer. Das gibt es nicht im Sinn von uns, im Sinne von die Menschheit. Das ist ein wüstes Durcheinander unterschiedlicher Vorstellungen verschiedenster Provenienz. Ja. Das gibt es gar nicht. Sehr wichtig, sehr wichtig. Aber was machen wir? Also die Technologie kommt und die Konzerne werden diese Technologien in den Markt drücken, ob wir das wollen oder nicht. Es ist unser Interesse, dass es irgendwie auf eine rationale Weise geschieht. Deswegen müssten wir eigentlich sowas wie einen globalen Konsens erzeugen. Also wir müssten einen demokratisch legitimierten globalen Konsens über die Werte erzeugen, damit es nicht, wenn ich diesen einen Begriff noch nennen darf, ein Race to the Bottom gibt. Das heißt, es ist ein Fachbegriff, das bedeutet, dass die KI-Forschung in den Ländern stattfindet, in denen die niedrigsten juristischen und ethischen Standards, wie bei der Steuerflucht. Ja. Das müssen wir verhindern und deswegen bräuchten wir eine globale Regulation und noch eine, die nicht naiv realistisch ist. Also ich sehe schon, das sind Teile der Probleme, die deutlich werden. So, ich muss sagen, wir haben jetzt noch 5 bis 10 Minuten, dann müssen wir die Abendveranstaltung schließen. Ich habe jetzt hier ganz hinten noch 2 Wortmeldungen, einfach nacheinander, wie Sie wollen, und dann noch 2 hier vorne, dann würde ich sagen, ist es das gewesen. Bitteschön. Ich glaube, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie Sie dieses Kriterium der Identifikation in Ihrem Fallbeispiel am Anfang
genau ansetzen. Also die ganzen ethischen Folgeabschätzungen, die hängen ja davon ab, dass man sich auch tatsächlich identifiziert mit diesen virtuellen Selbsten, wie Sie das genannt haben, das zweite Ziel. Aber ich habe da nicht ganz verstanden, ob es ausreicht, wenn man einfach die Hand zurückzieht, wenn jemand unerwartet auf den Tisch schlägt und man sich dann schon tatsächlich identifiziert mit dieser Hand. Und auch, ob man jetzt die Position, die man zurückläuft, nicht ganz trifft, ob das schon heißt, man identifiziert sich mit diesem virtuellen Selbst. Und dann zweitens habe ich schon auch ein Problem damit, ich finde das auch nicht intellektuell sehr redlich, zu sagen, es gibt diese eine Studie von Nick Bostrom, der sagt, Experten glauben, es würde das in 50 oder meinetwegen 100 Jahren, das ist unglaublich unpräzis auch, also ich finde das wissenschaftlich nicht wirklich vertretbar und das schürt eher Ängste. Das ist das, was Sie ja eigentlich vermeiden wollten. Also ich finde, immer diese eine Studie zu erwähnen, das ist vielleicht ein zweites kleines Problem, das ich habe, finde ich nicht sehr wissenschaftlich und richtig. Okay, also den Schuh ziehe ich mir an. Also Ihren letzten Kritikpunkt, Sie haben da eigentlich recht. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe nichts anderes gefunden als diese überarbeitete Studie. Wir haben, um dieses Risiko einzuschätzen, das Entstehen einer Superintelligenz, bis jetzt nichts anderes als das. Aber Sie... Ja? Halt, Moment, Sie müssen warten, bis Sie das Mikrofon kriegen. Ja, Sie haben ja gerade selbst die Stanford-Studie erwähnt, die jetzt über 100 Jahre die KI untersuchen soll. Und in der Stanford-Studie wird ganz klar gesagt, dass Sie das für ausgesprochen unwahrscheinlich halten. Also da hätten Sie jetzt eine andere Studie, die etwas anderes sagt. Doch, das stimmt. Diese Studie habe ich gerade durchgearbeitet. Ja, und ich auch. Die bezieht sich auf die Microsoft-Studie und die hat ja gerade noch mal nachgefasst mit den 100 Experten, die die höchsten Zitationswerte haben. Also dann haben wir zwei verschiedene Studien gelesen, weil es steht ganz klar dort drin, dass es ausgesprochen unwahrscheinlich ist. Wer sich selbst überzeugen möchte, kann gerne die Studie nachlesen. Ja, in der KI-Szene gibt es ja die Begriffe 1.0 und 2.0. Vielleicht ist es sowas, keine Ahnung. Ich komme gleich zurück zu Ihnen. Es stimmt natürlich, dass in dieser Studie steht, dass Sie das für unwahrscheinlich halten. Aber diese Umfrageergebnisse, auch von der nicht Bostrom, sondern Microsoft-Studie, die bestreiten die ja nicht in der Studie, diese Werte. Diese Autoren schreiben nur, sie glauben das nicht. Und wenn wir beide, ich habe diese 60 Seiten gerade aufmerksam durchgearbeitet, das gelesen haben, dann werden Sie mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass die irgendwie einen sehr industriefreundlichen Grundton hat, diese Stanford-Studie. Da geht es darum, Hoffnungen zu erwecken für amerikanische Konsumenten und Ängste zu dämpfen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Da hat die Boston-Studie eine ausgesprochen dystopische Untergrundströmung. Ja. Okay. Also, ne? Und es gibt noch viele andere Studien und ich denke, man müsste dann tatsächlich im Sinne der wissenschaftlichen Redlichkeit mal versuchen, die alle nebeneinander zu stellen, um sich dann ein klares Bild zu machen. Okay, diesen Kritikpunkt nehme ich völlig an, das habe ich nicht getan. Und da könnte was anderes rauskommen, aber da haben wir jetzt auch schon wieder ein produktives Ergebnis. Sie haben nämlich ein Forschungsziel genannt. Also wir müssten die epistemische Indeterminiertheit minimieren in dem Bereich und bessere Studien machen. Jetzt komme ich zurück zu der Identifikation. Natürlich gibt es gerade von Identifikation. Wenn Sie sich die Augen verbinden und mit einem Blindenstock 30 Minuten in Ihrer eigenen Wohnung rumgehen, dann kriegen Sie Tastempfindungen an der Spitze des Blindenstocks. Und für sowas gibt es 100 Beispiele. Das ist so eine somatosensorische Ausdehnung des Selbstmodells. Natürlich wissen Sie immer noch, dass Sie dieses Experiment machen. Natürlich weiß der in dem Video immer noch kognitiv, dass er dieses Experiment macht. Und das philosophisch, also dazu hätte ich sehr viel zu sagen, werde ich jetzt nicht tun, aber das theoretisch Spannende ist eigentlich, wie tief die Identifikation sein kann. Die kann körperlich sein in der Bewegung, die kann emotional sein, zum Beispiel im Mitgefühl mit einer Filmfigur, mit der Sie sich identifizieren. Aber die eigentlich spannende Frage ist, ob es so etwas wie hundertprozentige totale Identifikation überhaupt gehen kann. Weil da müssten Sie ja zum Beispiel Ihre ganze persönliche Geschichte auch vergessen, Ihr autobiografisches Gedächtnis und auf einmal denken, ich bin dieser geschichtslose Avatar. Also es wäre auch so eine Form von geistiger Erkrankung oder Selbstvernichtung. Das ist ganz richtig. Es gibt gerade von Identifikation und die 2007er Science-Studie
ist von ganz vielen Journalisten stark überbewertet worden. Ich habe dieses Experiment selbst gemacht. Ich habe auch selbst natürliche, außerkörperliche Erfahrungen gehabt. Das hat nichts damit zu tun. Das ist was ganz anderes. Es gibt eine erste Stufe, die nennen wir Awkwardness. Da kommt Ihnen das unwirklich vor. Es gibt eine zweite Stufe, die heißt Drift. Da fühlen Sie sich hingezogen zu dem Avatar. Und es gibt ganz wenige Leute, die das Gefühl haben einer körperlichen Identifikation. Also insbesondere von reißerischen Journalisten sind diese beiden Studien auch von Erson stark überinterpretiert worden. Sie schauen ja auch nicht aus den Augen des Avatars raus in dieser Studie. Also Sie haben da ganz recht, da ist die Identifikation schwach und teilweise. Das stimmt auch. Drei weitere Fragen habe ich noch und ich bitte Sie vielleicht, die Fragen kurz zu stellen, damit wir mit der Zeit nicht in Konflikt kommen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch noch mal in die gleiche Kerbe schlagen soll, aber es ist mir doch wichtig, auch noch mal darauf hinzuweisen. Ich hatte zum Teil schon das Gefühl einer gewissen Tendenziosität durch die Studien und einige Beispiele wurden jetzt schon gebracht. Und ich fand es jetzt gerade noch ein schönes Beispiel, dass Sie sich gerade über die gleiche Studie gestritten haben und unterschiedliche Meinungen glaubten herauszulesen. Ich meine, das ist immer die Gefahr mit Studien und Forschungsergebnissen. Sie haben als Philosoph trotzdem auf sehr viele Studien aus den unterschiedlichsten Bereichen verwiesen, ohne dass, oder zumindest mir war es nicht immer genug expliziert, woher kommt diese Studie, was war da überhaupt die Fragestellung, wie war da die Methodik, und es wurden sehr viele Studien zusammengenommen, um eine Aussage zu stützen, wo ich mir nicht ganz klar war, sind die vergleichbar oder nicht. Und ja, meine Frage wäre dann hinsichtlich der Explikation ein bisschen, und da möchte ich auch meinem Vorredner zustimmen, auch gerade sowas wie Vorannahmen, die Sie machen in Bezug auf ethische Problemstellungen oder mögliche Antworten darauf. Man könnte natürlich der Superintelligenz vielleicht einfach Kant zu lesen geben und dann stellt sie fest, der Mensch ist als Selbstzweck zu beachten und dann kann sie gar nichts mehr machen. Also dass es da vielleicht unterschiedliche Ansätze geben kann, kam mir jetzt ein bisschen zu kurz. Ich glaube, darauf wurde auch gerade schon hingewiesen. Deswegen weiß ich nicht, ob Sie das vielleicht entweder noch mal ein bisschen explizieren oder noch eine andere Frage, die Sie mir gestellt haben, aus einem ganz anderen Bereich. Sie haben einmal kurz erwähnt, es gab eine Person, bei der es einfach auch nicht funktioniert hat. Und diese Studien wurden alle mit einem sehr kleinen, also gerade diese Re-Embodiment-Studie mit einem sehr kleinen Personenkreis durchgeführt. Da frage ich mich einfach, vielleicht scheitert das allein schon, weil es nicht funktioniert am Ende. Ja, das könnte möglich sein. Ich verrate Ihnen jetzt einfach mal ein Geheimnis und dann hebe ich mal hervor, was glaube ich sehr wichtig war, was Sie gesagt haben. Also ich bin in diesem Bereich ja jetzt einige Jahre tätig und etwas, was ich zum Beispiel in dem Bereich Virtual Reality sehr stark beobachtet habe, das habe ich ideologische Kontamination und die Schwierigkeit rationaler öffentlichen Debatten am Anfang genannt. Man darf nicht unterschätzen, dass Journalisten eigene Interessen verfolgen. Ja, es gibt bestimmte Berufsgruppen, die haben ein gebrochenes Verhältnis zur Wahrheit. Dazu gehören Theologen und Journalisten zum Beispiel. Und da müssen wir als Wissenschaftler ganz vorsichtig und aufmerksam sein. Ich habe oft einen Effekt gesehen, dass diese Studien übertrieben werden in den Medien, aber die Wissenschaftler nicht aktiv widersprechen, weil sie ja auch Forschungsgelder brauchen und sich über die mediale Aufmerksamkeit freuen. Deswegen habe ich auch angedeutet, zum Beispiel bei dem Robotic Re-Embodiment, das funktioniert alles nicht so gut, wie es den Anschein haben könnte. Besonders gut fand ich aber jetzt Ihre Idee, wir könnten Kant in die KI füttern. Das könnten wir wirklich schauen. Wir könnten schauen, ob wir einen neuen Zweig aufmachen und sagen, deontologische Systeme zum Beispiel findet ein maximal rationales System, die zum Beispiel intelligibel. Ich würde da auch mal vorsichtig anfangen und würde fragen, kann eine KI Kant verstehen? Da könnte schon rauskommen, dass es große Teile in der kantischen Philosophie gibt, die man nicht so ganz rational analytisch rekonstruieren kann. Mhm. Aber Sie haben recht. Das ist ein anderer metaethischer Ansatz, als was ich hier gemacht habe. Und es wäre natürlich super interessant, sowas computergestützt zu machen. Ja. So, jetzt haben wir als Nächsten einen
von dir etwas angeschmähten Theologen. Ach, oh. Ja, ich stehe auf Kriegsfuß mit der Wahrheit. Ich habe noch zwei kleine Fragen zu dem Bahn-Szenario. Eine ganz kleine und eine etwas längere. Etwas kürzere ist, warum nennen Sie das Antinatalismus oder mit Schopenhauer in dieser Tradition? Eigentlich geht es doch im Grunde genommen um postbiotischen Suizid. Nicht um Stoppen der Fortpflanzung, sondern um das Beenden einer KI-Existenz. Und der andere Punkt betrifft den ersten Punkt und insgesamt eigentlich die, vielleicht nicht Widerspruchsfreiheit, ich glaube, das ist ein widerspruchsfreies Szenario, aber ob das richtig ist. Nämlich die erste Prämisse, da wird von reinem ethischen, ich glaube eher müsste das heißen, rein moralischen Entscheiden die Rede sein. Und das schließt sozusagen an den vorherigen Einwand gegen das Szenario an. Da ging es um zwei Punkte, die in gewisser Weise latent oder implizit mitschwingen bei diesem Szenario. Und ich glaube, beide sind falsch und die Sache ist noch schlimmer. Das eine war moralischer Realismus. Es gibt keine Tatsachen. Das heißt also, dieses System kann auf keine moralischen Tatsachen referieren. Das finde ich auch, dass das nicht möglich ist. Tatsächlich ist der moralische Antirealismus wahrscheinlich richtig. Das ist aber für die Moral kein Problem, glaube ich. Das andere, das war sozusagen das Ausweichmanöver von Ihnen, war prozedural. Also man kann sozusagen das prozesshaft verstetigen. Das wäre im Grunde genommen die Habermas 2.0-Variante. Das habe ich nicht verstanden. Das müssen Sie nochmal erklären. Also dann geht es nicht mehr um moralische Tatsachen, sondern eine Prozedur, wie dieses System zu den richtigen Entscheidungen kommen kann. Es geht nicht mehr um richtig oder falsch, sondern um das System, was uns sagt, was richtig oder falsch ist im moralischen Sinn oder meinetwegen auch im außermoralischen Sinn. Also irgendetwas, was man quantifizieren könnte. Und ich glaube, das funktioniert auch nicht. Und zwar deshalb, weil Moral etwas damit zu tun hat, oder beziehungsweise moralische Fertigkeiten geknüpft sind an Empathie oder an Empfindung. Das heißt also, das, was dieses kleine Wort rein oder bloß, ist ein sehr kantisches Szenario, was Sie da voraussetzen, nämlich, dass wir Naturwesen und moralische Wesen sind in diesem kantischen Sinn. Und dieses ganze Szenario ist falsch. Die kantische Moralphilosophie ist in dem Sinne sozusagen auch für ein integribles System gar keine gute Idee, weil das nicht da kommt kein moralisches Handeln bei raus, sondern irgendetwas, was man quantifizieren kann. Es hat aber mit Moral nichts zu tun. Und dann würde aber das Bahn-Szenario ganz anders aussehen und möglicherweise zu exakt den gleichen angeblichen Fehlern führen, die wir auch als normale Menschen haben. Okay, das waren jetzt sehr viele Sachen. Ich fange mal am Anfang an. Also es geht nicht darum, dass die KI Suizid geht oder dass wir Suizid begehen, sondern es geht darum, dass die KI unsere Werte respektiert, egal ob sie die für falsch oder richtig oder metatheoretisch einordnbar hält, sie respektiert unsere Werte und kommt dann, sagen wir mal, zu dem sanften Ergebnis und sagt, ich respektiere den Existenzwillen aller bis jetzt geborenen Menschen, die bringe ich nicht um aktiv, aber danach sollen keine neuen mehr geboren werden. Das wäre so die moderate Variante. Und erkennt, dass das eigentlich unser eigenes wohlverstandenes Interesse ist und beginnt danach zu handeln. Das heißt nicht, dass es begründet ist, das heißt nicht, dass es moralische Fakten gibt, das heißt nicht, dass das Diskurs ethisch irgendwie stützbar ist. Ich habe übrigens in Frankfurt studiert und promoviert, ja, also ich bin da so ein bisschen drin gebadet worden. Es geht nur darum, dass die unsere eigenen Werte respektiert und dabei zu diesem Ergebnis kommt. Das könnte aus einer anderen Perspektive ethisch ganz falsch sein, was sie macht. Und mit dem rein ethisch meinte ich jetzt nicht dieses Gutsein-Wollen und sich selbst gegenüber aufrichtig sein wollen in seiner ganzen Reinigkeit, wie das bei Kant auch mal heißt, sondern ich wollte ablenken von diesen dystopischen, Bostrom-mäßigen Szenarien, in denen die KI eigene menschenfeindliche Ziele evolviert, sondern wollte darauf hinweisen, dass es möglicherweise, auch wenn sie nur menschliche Ziele respektiert, zu einem Ergebnis führen könnten, das die meisten von uns nicht haben wollen. Ja, also gekoppelt an extreme Datenverarbeitung und maximale Rationalität könnten unsere eigenen Ziele schlimme Folgen haben. Mehr wollte ich damit nicht sagen, aber vielen Dank. Noch viel zu vertiefen. Walter Zimmerli, letztes Wort. Es gibt ja sowas wie die Variante dessen, was Kohl mal die Gnade der
späten Geburt genannt hat. Es gibt nämlich die Gnade der frühen Geburt. Und wenn man etwas zu den älteren KI-Leuten gehört, die das seit 40 Jahren machen, dann erinnert man sich einfach daran, an diese Serie von Leistungsversprechen in 10 Jahren, in 15 Jahren. Damals war man noch ein bisschen vorsichtiger, weil, also hat nicht gesagt 50 Jahre, weil da weiß jeder Futurologe, dass das, also kann er genauso gar nichts sagen. So, was waren die Motive? Sie haben sie genannt, natürlich, die wollten Geld haben, völlig legitim. Die brauchten Geld für ihre Forschung. Sie sind aber nie daran gemessen worden, ob das in 10 Jahren noch passiert ist. Genauer gesagt, es ist nichts oder fast nichts von dem passiert. So, das sollte uns sozusagen beruhigen und den hohen Ton ein bisschen rausnehmen. Den hohen Ton zum Beispiel, der sich dann in den Begriff Superintelligenz plötzlich wieder einschleicht. Ja, es gibt das zentrale Argument damals, eine vollständige KI kann es deswegen nicht geben, weil wir Menschen sie gar nicht bemerken können. Weil wir könnten sie nicht unterscheiden von einer kaputten Maschine. Weil wir nicht wüssten, wie eine vollständig intelligente Superintelligenz operieren würde. Und das gilt natürlich hier erst recht, aber wir brauchen das ja auch gar nicht. Weil wir haben ja Schopenhauer und wir haben Günter Patzig mit diesem Postnatalismus-Argument. Ja. Die haben alle gesagt, es widerspricht dem gar nichts. Nein, philosophisch widerspricht dem nichts, die Zeugung einzustellen. Für unser Rentensystem schon. Ja. Plötzlich sieht man, dass das nicht im wohlverstandenen Interesse aller lebenden Menschen ist, dass sie jetzt die Zeugung einstellen, weil sie dann nicht wissen, wie sie selber weiter existieren sollen. Und diese Argumentation, die fehlt natürlich ein bisschen, wenn man den KI-Teil da sozusagen rauspräpariert und den nur extrapoliert. Deswegen, mir ist nicht bange vor der Superintelligenz. Abschließend will ich nur noch mal daran erinnern, dass KI ja ein Übersetzungsfehler ist, bekanntlich. Artificial Intelligence heißt technische Informationsverarbeitung. Und ich habe überhaupt keine Angst vor einer wunderbaren technischen Informationsverarbeitung. Im Gegenteil, ich wünschte mir, wir hätten welche. Haben Sie gemerkt, dass da eben religionsphilosophisches Motiv war? Gott könnte in der Welt anwesend sein und wir könnten unfähig sein, es zu erkennen. Genau. Also ich bin vielleicht ein bisschen jünger als Sie, aber ich habe diese Entwicklung natürlich auch mitverfolgt. Ich habe in Frankfurt die erste Lehrveranstaltung, die ich nach meinem Doktor anbieten durfte, 1987, hieß Künstliche Intelligenz und Philosophie. Und ich weiß, dass ich damals nicht in den Seminarraum reingekommen bin, weil alle angetreten waren, um den Untergang des Abendlandes zu verhindern und irgendwie gedacht haben, das ist eine ganz gefährliche Lehrveranstaltung. Und sie Schwierigkeiten hatte, da überhaupt Autorität zu erlangen als frisch Promovierter. Das ist genauso verlaufen, wie Sie skizziert haben. Es gibt immer diese Löcher, aber jetzt haben wir ja auch wirklich eine Situation, wo alle Leute das Gefühl haben, na, die Neurowissenschaften werden jetzt abgelöst als Leitwissenschaft, die kommen so ein bisschen in tiefes Wasser, das wird alles komplexer und es sind nicht so viel vorzeigbare Fortschritte, obwohl viel feinkörnige. Und jetzt kommt wieder Deep Learning und Virtual Reality im Massenmarkt und es gibt Kalifornier, die Propaganda machen, hier auch bei uns. Und also was Sie nicht bestreiten können, ist, dass es ein extrem erstarktes Interesse an diesen ethischen Debatten gibt. Und das, wir haben in der Diskussion jetzt so viele wirklich konkrete, positive Vorschläge gehört, wo wir die Aufmerksamkeit eigentlich wirklich hinlenken sollten. Das finde ich ganz wichtig, dass diese Debatten nicht verpuffen, zu Marketing-Events verkommen, dass die rational und substanziell weitergeführt werden, weil es gibt eben schon Bereiche, Sie haben das gemerkt, mir liegen diese militärischen Anwendungen so ein bisschen im Bauch. Da sollten wir hinschauen und da sollten wir uns anschauen. Ich glaube, es gibt auch kurzfristige Risiken. Und was die Superintelligenz angeht, ich habe auch keine Angst vor der. Und ich glaube auch auf keinen Fall, dass ich die erleben werde. Aber dieser eine sachliche Punkt, der besticht mich doch. Nämlich, dass es rational ist, sich mit großen Risiken zu beschäftigen, die geringe Eintretenswahrscheinlichkeiten haben.
Das ist vernünftig, das zu tun, auch wenn man so einen emotionalen Reflex hat, ach, das ist doch alles Science Fiction und führt zu nichts. Mhm. Ich finde, wir sollten das alles ganz sachlich und vernünftig prüfen. Und ich habe in den letzten 20 Minuten schon ganz viel gelernt. Also ich finde, hier sind Forschungsprogramme formuliert worden eben. Vielen Dank, Thomas. Dir natürlich zunächst, aber natürlich auch allen Ihnen für die interessante Diskussion. Und ich möchte damit den ersten Teil des Abends beschließen. Wir gehen ja noch zum Nachtessen. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank und großen Applaus. Applaus